Wer hätte das vor kurzem noch gedacht? Grünen-Co-Fraktionschef Anton Hofreiter findet im Welt-Interview lobende Worte für CSU-Innenminister Horst Seehofer. Und zwar für dessen neuen Migrationskurs. Seehofer will jeden vierten vor Italien in Seenot geratenen und geretteten Migranten aufnehmen. Tatsächlich wirkt Seehofer deutlich handsamer als noch vergangenes Jahr, als er mit seiner rauen Tonalität in der Migrationspolitik für Aufsehen sorgte. Hofreiter zur Welt? Das ist sicherlich eine begrüßenswerte 180-Grad-Wende, die Herr Seehofer dahinlegt. Und ich würde mir wünschen, dass die CDU-CSU-Fraktion und die Union insgesamt deutlich vernünftiger umgehen mit seinen Vorschlägen. Ich finde es richtig, dass Herr Seehofer alte Fehler einsieht und diese Zusage macht. Dennoch sollte Seehofer Hofreiters Meinung nach noch einen Schritt weiter gehen. Wenn er echte Größe hätte, so Hofreiter, würde Seehofer bei Kanzlerin Angela Merkel um Entschuldigung bitten. Der CSU-Politiker habe mit seiner Forderung nach innereuropäischen Grenzkontrollen einen Zirkus angerichtet.